ihr euch mal Stellenanzeigen anschaut, findet ihr unter anderem Sätze wie diese hier. Wir wünschen uns von Ihnen, und dann folgt meistens eine Aufzählung von vielen guten Qualitäten, oder Sie bringen innovative Ideen mit, oder auch Berufserfahrung und umfangreiche Fachkenntnisse sind erforderlich. Oder auch diesen hier. Folgende Anforderungen erwarten Sie. Und dann kommt eine Auflistung von diversen Aufgabenbereichen. Wenn man irgendwo arbeiten möchte, dann nimmt einen kein Arbeitgeber, keine Arbeitgeberin einfach so, wie man ist. Man muss immer irgendetwas mitbringen. Und in der Schule ist es übrigens nicht anders. Auch da wird man nur in die nächste Klasse versetzt, wenn die Noten stimmen, wenn die gut sind. Und gute Noten gibt es auch nur dann, wenn vorher Leistung erbracht wurde. Ja, und selbst in der Kirche, da hatten wir das auch, bevor Martin Luther da mal ein bisschen aufgeräumt hat, zusammen mit diversen anderen Reformatoren. In der Kirche war es nämlich so, dass man ohne Gegenleistung nicht in den Himmel kam. Die Kirche hat den Menschen erzählt, ihr seid so voller Sünde, ihr landet in der Hölle, aber ihr könnt einen sogenannten Ablassbrief kaufen, dafür Geld bezahlen, dann sind euch eure Sünden erlassen und dann kommt ihr in den Himmel. Die Kirche hat das in erster Linie gemacht, um Bauprojekte zu finanzieren, wie zum Beispiel den Bau des Petersdomes. Ja, wie gesagt, Himmel auch nur mit Gegenleistung. Und das war schon ein bisschen schräg, denn die Bibel, die sagt da eigentlich etwas ganz anderes. Aber, wie gesagt, die Kirche brauchte Geld und hat dann eben Gegenleistung gefordert für den Sündenerlass. Wenn wir noch weiter zurückgehen in der Kirchengeschichte, dann finden wir tatsächlich auch so etwas Ähnliches. Auch da mussten gewisse Voraussetzungen erfüllt sein, um Christ oder Christin sein zu dürfen, um zu dieser christlichen Familie dazugehören zu dürfen oder zu einer christlichen Gemeinde. Und in einigen Bereichen war das so, dass die Leute gesagt haben, ihr müsst vorher dem Judentum angehört haben, ansonsten dürft ihr nicht Christin oder Christen werden. Jetzt waren da aber auch Leute aus ganz anderen Regionen, aus dem griechischen Reich, die sind vorher keine Jüdinnen und Juden gewesen, die haben dieser Religion nicht angehört, wollten aber gerne Christen werden. Und dann haben die Leute gesagt, ja gut, aber die Männer müssen sich vorher beschneiden lassen. Und wie gesagt, ihr müsst vorher eigentlich Juden, Jüdinnen gewesen sein. Dann dürft ihr Christen werden. Und damit hat Paulus aber aufgeräumt und hat gesagt, nix da, so geht es nicht. Christ oder Christin kann man ohne Voraussetzung werden. Darauf hat sich dann im 16. Jahrhundert eben auch Martin Luther berufen und hat darauf hingewiesen, dass Paulus gesagt hat, es zählt nicht, dass du dem Gesetz des Mose treu folgst und es zählt auch nicht, dass du der Kirche viel Geld gibst. Es zählt nicht, dass du zum Priester geweiht wurdest. Und nach Martin Luther sind wir sowieso alle Priesterinnen und Priester. Da sind wir gleichgestellt, da ist niemand besonders. Und es zählt auch nicht, dass du eine bestimmte Hautfarbe hast. Das hat jetzt nicht Paulus gesagt, ich gehe damit jetzt mal ein bisschen weiter in die heutige Zeit und übertrage das mal in unsere Zeit. Es zählt nicht, dass du viel betest. Es zählt nicht, dass du gute Schulnoten hast. Und es zählt auch nicht, dass du erfolgreich im Beruf bist. Es zählt nicht, dass du hetero bist. Es zählt nicht, dass du ordentlich angezogen bist. Es zählt nicht, dass du nett bist. Es zählt nicht mal, dass du Hilfe leistest. Es zählt wirklich nur der Glaube. Das ist das, was Paulus sagt. Es zählt nur der Glaube, der sich in Liebe auswirkt. Ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Satz, den Paulus da in seinem Brief an die Gemeinde der Galater schreibt. Der Glaube an Gott und an Jesus Christus als Gott in Menschengestalt führt dazu, dass wir in Liebe handeln und dass wir aus der Liebe heraus handeln. Denn das ist ja das, was Jesus Christus uns vorgemacht hat und wir müssen das im Grunde nur nachmachen. Und das Schöne am Glauben ist, dass wir auch den uns nicht erarbeiten müssen. Das können wir auch gar nicht. Wir können nicht selber dafür sorgen, dass wir ganz viel und ganz richtigen Glauben haben. Der Glaube wird uns geschenkt vom Heiligen Geist.
auch da müssen wir wieder keine Voraussetzungen erfüllen. Wir müssen keine besondere Qualifikation haben. Es gibt keine Anforderungen. Wir müssen nichts mitbringen. Wir können einfach so kommen, wie wir sind. Und so wie wir sind, sind wir aufgenommen und sind wir angenommen. So, und ich habe ja mit Stellenangeboten angefangen und dann lass uns mal mit Stellenangeboten weitermachen. Ein Stellenangebot von Gott könnte sich dann so anhören. Für unsere Kirche mit Sitz in der ganzen Welt suchen wir in Vollzeit und Festanstellung zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Christ oder eine Christin. Voraussetzungen und Qualifikationen? Keine. Schön ist es dann natürlich, wenn wir es schaffen, diesem Beispiel zu folgen, das Gott uns da gibt, wenn wir in der Lage sind, Menschen so anzunehmen und so aufzunehmen, wie sie sind, ganz ohne Vorbehalte. Und ich finde das nochmal umso wichtiger, weil wir ja eine reformatorische Kirche sind. Anders kann man das gar nicht sein, wenn man diesen Grundsatz nicht lebt. Ja, und anfangen können wir natürlich wie immer, am besten vor unserer eigenen Haustür, indem wir die Stellenanzeige für uns hier lokal umschreiben und indem wir die verinnerlichen. Für unsere Kirche hier auf Helgoland suchen wir in Vollzeit und Festanstellung einen Christen oder eine Christin zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Voraussetzungen und Qualifikationen? Keine. Amen.